liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen zu meiner neuen Bücherwoche. Heute am Tag vor Heiligabend. Ja, ich drehe dieses Video bereits am Freitag, um einfach ja euch schon am Samstag sozusagen zu unterhalten und ja, vielleicht auch dem einen oder anderen, den am Heiligabend vielleicht die Zeit zu langsam vergeht bis zur Bescherung. Ja, je nachdem, werdet ihr natürlich jetzt das Video sehen und ich dachte einfach, ich, bei dem ganzen Stress, den ich noch Samstag habe, packe ich das Video jetzt noch in den Freitag. Ja, es ist tatsächlich soweit, Weihnachten steht vor der Tür und ich fand tatsächlich, die Vorweihnachtszeit ist unglaublich schnell vergangen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass man im Grunde jeden Tag herunterzählt, dass man auf was so bewusst wartet. Ich weiß nicht, woran es liegt. Oder ob einfach grundsätzlich so der Dezember, weil er doch recht voll ist, mit schönen Terminen hoffentlich und vielleicht auch ein bisschen beruflichen Stress, dass der einfach deswegen schneller vergeht. Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, so jedes Jahr, kann es aber irgendwie nicht erklären. Und jetzt ist es schon soweit und es ist Weihnachten. Und in der Woche ist dann tatsächlich schon Silvester und das neue Jahr steht vor der Tür. Und Wahnsinn, ne? Kommt jetzt die ganz besinnliche Jahreswechselzeit, in der man ja so ein bisschen das Gefühl hat, wie wenn die Welt stillsteht, so Luft holt vor dem großen Sprung ins neue Jahr. Und ja, es war ein Zitat aus Herr der Ringe. Ich liebe dieses Zitat, zumindest im Herrn der Ringe. Ich finde, es passt auch immer ganz gut zum Jahreswechsel. Lasst euch nicht durch das Miauen irritieren, es geht hier jeder Katze gut. Unser Katerchen ist nur zurzeit so auf Entdeckungstour durch meine Wohnung, in die er sonst nicht so gegangen ist und nicht so neugierig war, aber zurzeit reitet es ihn immer mal und er kommentiert immer gern, wo er ist. Also wenn ihr eine Katze so ein bisschen miauzen hört, dann ist das unser Rambo und er klettert jetzt auf dem Bücherregal rum. Ach, so sind sie, ne? Ja, zu meiner Bücherwoche kann ich sagen, sie war okay. Also ich habe tatsächlich wieder zwei abgebrochene Bücher und dafür aber zwei gelungene Bücher. Also es hat sich so ein bisschen die Waage gehalten. Nichtsdestotrotz waren es halt schon wieder so Abbrüche, wo ich denke, man hat irgendwie gar keine Lust, ein Buch anzufangen, weil man schon denkt, oh Gott, es könnte ein Flop werden. So sollte man natürlich nicht rangehen, aber es lässt sich nicht so richtig vermeiden. Dann gibt es noch was zum Leseclub, da ist die neue Umfrage gestartet und noch so ein bisschen, was diese Woche war, erzähle ich. Aber wir fangen an mit den Büchern. Das erste Buch war das Leseclub-Buch Eine himmlische Begegnung von Guillaume Mousseau, das ich abgebrochen habe. So viel kann ich, denke ich, eigentlich schon verraten. Eine klasse Strippe, ne? Ja, er hört sich gern singen. Ja, das Buch von Mousseau ist sozusagen das zweite in Folge von ihm, was ich abgebrochen habe. Dann ging es parallel, habe ich ja schon letzte Woche angefangen, mit einem Thriller weiter. Und zwar In ewiger Schuld von Harlan Coben. Mein erster Thriller von diesem Autor. Und ich war sehr gespannt, ob mich so eine Geschichte fesseln kann. Und wie es dann war, erfahrt ihr dann. Dann habe ich das nächste abgebrochene Buch, Weltherz von Markus Steiner. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf dieses Buch aufmerksam wurde. Und es geht da ja im Grunde so ein bisschen um eine Art Reisetagebuch. Ja, was mir aber nicht gefallen hat. Leider. Dann wieder recht gut gefallen hat mir Von Worten berührt von Jackie Fellgut. Das war mein letztes Subbuch von ihr. Und ich dachte, wenn jetzt hier irgendwie mich nichts an meinen eigenen Büchern anspricht, dann muss eben ein neuer Fellgut her. Und da der eben noch auf dem Sub lag, dachte ich, es wird Zeit, dass ich ihn lese. Wir starten mit dem Buch von Guillaume Mousseau, Eine himmlische Begegnung. Das Buch haben wir im Leseclub für den Dezember gewählt, weil es eine scheinbare winterweihnachtliche Geschichte ist. Erschienen ist das Buch 2014 im Piper Verlag. Es muss wohl sein erstes oder zweites Buch sein. Und kostet als Taschenbuch 11 Euro, als E-Book 10 Euro, gibt es aber gebraucht auch günstiger, so wie meine Ausgabe, die ja auch gebraucht war.
Und es ist, glaube ich, mittlerweile mein 5. oder 6. Buch von ihm. Ich habe es nach der Hälfte abgebrochen, nach 200 von 400 Seiten. Und ja, der Autor ist mit der erfolgreichste aus Frankreich. Direkt nach Marc Levy kommt schon Mousseau, ist 1974 geboren. Und ich war mega gespannt auf dieses winterliche Buch von Mousseau. Wir haben uns alle ein bisschen Winter-Weihnachtsstimmung erhofft, haben aber etwas ganz anderes bekommen. Denn was wir scheinbar unterschätzt haben, ist die himmlische Begegnung. Ja, wir treffen auf Juliette, eine Französin, die in den USA Schauspielerin werden wollte, beziehungsweise da eben auch erfolgreich werden möchte, die aber vorhat, wieder zurück nach Frankreich zu ziehen, weil sie nicht Fuß fassen konnte, weil sie nicht so richtig glücklich und erfolgreich ist. Und wenn es mit der Karriere nicht klappt, möchte sie jetzt einfach in Frankreich von vorne anfangen. Doch am Vorabend ihrer Abreise trifft sie durch einen Autounfall, der fast sozusagen ihr das Leben geraubt hätte, auf Sam, der allerdings nach wie vor an seiner toten Frau hängt. Und beide scheinen so ein bisschen ein spezielles Gefühl füreinander zu entwickeln, das nicht wirklich nachvollziehbar war. Doch beide lügen mit sehr wichtigen Dingen und das führt so ein bisschen zu Verstrickungen. Und am nächsten Tag bringt Sam dann eben Juliette zum Flughafen und er sieht sie in den Flieger steigen und erfährt dann durchs Fernsehen, dass das Flugzeug abgestürzt ist. Und was da passiert ist, wie es mit Sam, Juliette weitergeht und was diese himmlische Begegnung ist, solltet ihr nicht selbst lesen, denn es war einfach nicht gut. Ja, die Geschichte fing schon etwas merkwürdig, wie ich fand, an. Ich verstand schon nicht, als die beiden sich kennenlernten, dass die sich so bewusst anlügen. Uns als Leser bewusst ist, dass sie lügen und dass das alles so schnell ging. Also ich weiß tatsächlich nicht, ob das möglich ist, dass wenn sich erwachsene Menschen treffen mit einer gewissen Lebenserfahrung, dass sie sich innerhalb von 10 Minuten verlieben, alles umkrempeln und dann eben mit Lügen versuchen da irgendwie, ja. Und das hat mich sehr gestört an beiden Charakteren, sodass man auch gar nicht richtig warm werden konnte. Dann gibt es in dem Buch einen Aspekt, nicht direkt diese himmlische Begegnung, sondern eben so ein bisschen, wie unser Leben funktioniert, was da dahinter steht, wer es lenkt und das fand ich nicht ganz so gelungen. Also ich fand die Idee dahinter nicht wirklich gut, ich kann sie nicht verstehen, sie ist für mich nicht logisch und wenn ich ehrlich bin, will ich auch gar nicht, dass das Leben so ist und möchte schon einfach so meine Denkweise haben. Ja, das klingt jetzt total merkwürdig, ich kann es aber jetzt nicht näher erläutern, weil ich denke, ich spoilere dann einfach ein bisschen zu viel. Mir hat einfach diese Idee nicht gefallen und sie war auch für mich nicht gut umgesetzt. Ich habe im Leseclub verfolgt, wie die Geschichte weiterging, wie sie ausging. Ich habe mir von 2, 3, die es beendet haben, auch ein bisschen mehr erzählen lassen, auch gerade eben von denen im Leseclub, die natürlich zu Ende gelesen haben, also von uns Vieren. Und ich habe nichts verpasst. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es konnte mich nicht fesseln, nicht packen, nicht begeistern. Es hatte für mich keine Spannung, es hatte nur Unlogik. Und ich fand eben auch einfach die Charaktere so unsympathisch, weil sie eben so gelogen haben und nicht erkenntlich ist, warum. Warum man über wichtige Dinge so lügt und man damit sich noch nicht mal einen Vorteil irgendwie erbringt, was ich noch vielleicht irgendwie verstanden hätte oder auch nicht. Da komme ich aber später nochmal in einem anderen Buch dazu. Und es hat mir nicht gefallen. Ich habe es abgebrochen. Es ist jetzt der zweite Mousseau, den ich abgebrochen habe. Das Papiermädchen hatte ich ja letzte Woche abgebrochen. Es tut mir wirklich im Herzen weh, weil ich den Autor ja bisher wirklich sehr liebe und ganz tolle Highlight-Geschichten gelesen habe. Aber jetzt wirklich 2 Bücher dabei waren, wo ich denke, oh Gott, die sortierst du ganz schnell aus. Und ist schade, aber man kann jetzt nur hoffen, dass der nächste Mousseau, den ich lese, und es sind ja noch ein paar hier oben auf dem Sub, dass die wieder besser werden und mich einfach ein bisschen mehr begeistern können. Und so ist es manchmal im Leben, ne?
Ganz anders dann das nächste Buch In ewiger Schuld von Harlan Coben. Ein Buch, das im August diesen Jahres im Goldmann Verlag erschienen ist, mir auch von diesem zur Verfügung gestellt wurde. Das Taschenbuch kostet 15 Euro, das E-Book 10 und hatte 410 Seiten. Ich bin auf dieses Buch gestoßen in Nürnberg, als ich die liebe Miri und Claudia getroffen habe und Miri und ich eine ganze Weile so um die Thriller herumgelaufen sind und ja, sie wohl von dem Roman, von dem Thriller schon gehört hatte. Und ja, ich dann einfach mal ja, das Buch angefragt habe und es als E-Book jetzt auch gelesen habe. Ja, wir haben hier einen Thriller, den ich wirklich vom Klappentext ganz spannend fand und auch die Story wirklich interessant gestaltet war. Wir treffen auf Maya, eine ehemalige Soldatin, die ihren Mann ja gerade verloren hat bei einem Mord, bei einem Überfall. Und ja, gerade auf die zur Beerdigung im Grunde geht. Sie hat noch eine junge Tochter und muss das jetzt alles so ein bisschen verarbeiten. Am Tag nach der Beerdigung kommt, war es die Schwägerin, ich glaube, vorbei und sagt, Mensch, du hast doch jetzt eine Nanny. Hier ist eine Nannycam integriert in einem Bilderrahmen. Guck doch mal, was deine Nanny so den ganzen Tag treibt mit deinem Kind und ja, überwach das mal. Und Maya ist da anfangs gar nicht so begeistert und denkt sich, naja, was soll ich denn da kontrollieren? Meine Tochter wird mir doch hoffentlich sagen, wenn irgendwas nicht so stimmt. Und es kommen halt zu ihren normalen Gedanken, die sie zurückliegend auf den Irakkrieg, glaube ich, war, hat, kommen jetzt halt auch so ein paar Albträume zu ihrem Mann und dessen Mord so dazu. Zudem hat sie vor einiger Zeit, vor ein paar Jahren, ihre Schwester ebenfalls bei einem Überfall oder einem Mord, einen sehr brutalen Mord, verloren und ja, hat dadurch auch ein bisschen Streit mit ihrem Schwager und alles ist nicht so ganz ohne. Und nach ein paar Tagen denkt sie dann mal wieder an die Nannycam und entdeckt auf dieser ja, das aktuelle Video und sieht darauf ja, ihre Tochter spielen und auf einmal kommt ein Mann dazu und der nimmt ja, seine Tochter auf dem Arm. Sie sieht auf einmal ihren toten oder totgeglaubten Mann in diesem aktuellen Video und geht dem natürlich auf die Spur. Denn ist er nun tot oder nicht? Was hat vielleicht sein Tod mit dem Tod ihrer Schwester zu tun und was ist eigentlich mit dieser ominösen Schwiegerfamilie? Und ja, und das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen merkwürdig, aber ich fand das mega spannend, wenn im Grunde ein Toter zurückkommt und nicht im Sinne von einem Geist, sondern dass es scheinbar vielleicht nur ein Toter ist oder auch nicht oder was auch immer dahinter steckt. Und ich fand diese Geschichte unglaublich spannend erzählt. Sie war toll geschrieben, sie war sehr flüssig, sehr spannend, sehr modern. Es waren tolle Beschreibungen von den Charakteren, von der Tiefgründigkeit, die gerade auch Maya braucht, die eben mit den Schatten des Krieges lebt und versucht damit auch irgendwie zu überleben. Und da natürlich auch so manche dunkle Seite hervorkommt, wie es eben der Krieg so tut. Und ja, aber trotzdem auch so die Suche nach dem Mann und was es da auf sich hat mit diesem Video und ja, auch das mit der Tochter und der Schwester und dieser komischen Familie. Ich fand das wirklich sehr, sehr spannend und man hat immer mal wieder gefühlt Auflösungen und dann passiert aber irgendwas, wo man denkt, ach nee, so kann es nicht sein. Und es war, waren viele kleine Rätsel, die dann ein großes Ganzes gaben und ich mochte es tatsächlich sehr gerne, auch weil ich Maya einfach sehr mochte. Leider blieben aber die Nebencharaktere ein bisschen oberflächlich, was ich schade fand, denn ich glaube, denen hätte etwas Tiefgründigkeit auch nicht geschadet. Und dennoch regen einen so die Taten und die Wendungen sehr zum Nachdenken an, weil man sich auch ganz oft fragt, wie würde man selbst vielleicht handeln, insofern das möglich ist. Aber ne, wenn man die Auflösung dann irgendwann weiß, dann könnte man drüber nachdenken, wie hätte man selbst gehandelt, wie wäre es mit einem passiert. Ich fand wirklich auch die Alltagsprobleme von Maya, die ja eigentlich ganz gewöhnlich sind, sehr spannend rübergebracht. Und dann natürlich auch, wenn wir natürlich auf Suche gehen nach Falllösung, fand ich es ganz, ganz toll, ja, wie sie das eben so auch als Soldatin angegangen ist. Natürlich ist sie jetzt nicht der Superheld wie ein James Bond, gar keine Frage. Sie scheitert natürlich auch an einigen Aufgaben, aber ich fand das wirklich realistisch dargestellt und wirklich spannend verpackt. Und ich mochte wirklich die Story, ich mochte die Wendungen. Das Ende war mega überraschend.
Es war nicht richtig mein Ende. Ich glaube, ich hätte mir tatsächlich etwas anderes gewünscht. Dennoch hat mich dieses Ende sehr begeistert. Und das mag jetzt tatsächlich total im Widerspruch stehen, aber vielleicht kann man es verstehen, wie ich es meine. Ich fand es aber tatsächlich sehr, sehr gelungen. Ich fand es toll erzählt. Ich fand den Weg dahin klasse. Und es war dann tatsächlich irgendwie so logisch, obwohl man gar nicht drauf gekommen wäre. Also ich zumindest. Und das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Das war wirklich ein Thriller, der einen mitnimmt, auch mal eine ganz andere Thematik hat als die Thriller, die ich vielleicht sonst lese. Und ich mochte es wirklich gerne lesen und habe mich sehr gut auch in dieser Geschichte aufgehoben gefühlt und mitgenommen. Also es war nicht irgendwie so, wie man ist nur stiller Beobachter, sondern man hat mitgeraten, gerätselt, hat Maya Tipps zugerufen im übertragenen Sinn. Und das fand ich wirklich toll. Also ein toller Thriller mit einem tollen Weg. Vielleicht ein bisschen zu viel Armee-Kram, wenn man da nicht drauf steht, könnte es schwierig sein, zu Maya einen Bezug zu bekommen. So ging es mir auch am Anfang. Aber es macht eben vieles in ihr nachvollziehbar, wenn man eben ihre Vergangenheit so ein bisschen mit einbezieht. Und ich mochte es wirklich sehr. Also wirklich ein ganz toller Thriller, der mich wirklich gepackt hat, begeistert hat und wirklich so die, ja, ab der Hälfte gefühlt konnte man das Buch gar nicht mehr aus der Hand legen, weil man einfach wissen musste, wie es weitergeht. Also das fand ich wirklich großartig und hat mir für diese Woche sehr, sehr gut gefallen. Nach einem Highlight, einem kleinen Highlight, musste es natürlich irgendwie wieder bergab gehen. Oh. Und das geschah mit Weltherz von Markus Steiner. Mit dem Untertitel von einem, der auszog, die Freiheit zu suchen. Ein Buch, das dieses Jahr im September im Malik Verlag erschienen ist, als broschierte Ausgabe 16 Euro kostet, als E-Book 13 und es hat knapp 225 Seiten. Auch dieses habe ich nach der Hälfte, nach ca. 110 abgebrochen, weil ich es einfach schrecklich fand. Ja, ich fand den Erzählstil von Markus Steiner einfach überhaupt nicht gelungen. Ich fand auch tatsächlich noch den Prolog, glaube ich, mit am besten. Er erklärt uns eben, dass er auf Reisen geht. Er erklärt uns so ein bisschen die Gründe, warum. Und dass er so eine Art Tagebuch eben geführt hat und da natürlich über seine Reisen berichtet. Und wir erleben so ein bisschen was aus Israel, aus Indien, aus Nepal. Das sind so die ersten drei Stationen, die ich auch noch gelesen habe. Und das Problem ist aber, und das muss ich wirklich sagen, ist, dass er nicht konsequent was aufgeschrieben hat, dass er auch nicht irgendwas über das Land erzählt, seine Erfahrungen in diesem Land, sondern einfach nur Banalitäten, Gedanken und das auf so ganz plumpe Art und Weise. Und dann haben wir einen ellenlangen Bericht darüber, wie die Einreise nach Israel verfahren ist, wie man auch noch seinen zweiten Pass findet, dass das ja, da ich das ja er danach nach Indien wollte und die mögen keinen, nein, irgendein Land war es, die wollen keinen israelischen Pass, ich weiß es gerade nicht mehr. Und da konnte er sich stundenlang drauf aufhalten, aber dass er dann durch Indien Straßen läuft und das chaotisch ist und dann ist Punkt und Ende. Und ich denke so, was war denn chaotisch? Ja, mir hat es leider nicht gefallen. Es war sehr abgehakt, es hatte keine Gefühle, keine Emotionen, es hatte keinen Einblick in diese Länder, warum er dorthin gereist ist, wie ihn das Land vielleicht verändert hat, was ihm gut gefallen hat oder nicht, welche Menschen ihm begegnet sind. Das gab es überhaupt nicht und es wirkte auch sehr durcheinander und nicht strukturiert. Und ich muss hier ehrlich sagen, Erik Lorenz hat mich vielleicht sehr verwöhnt mit tollen Reisebüchern. Und ich habe ja in diesem Jahr doch so einiges gelesen und auch im letzten Jahr, aber Weltherz, also ich fand es wirklich nur schlimm. Ja, und ich denke, mehr möchte ich zu diesem Buch auch gar nicht sagen, weil es war einfach schlecht. Ja, wer hätte das geahnt? Ja, und das letzte Buch habe ich heute Vormittag vor der Arbeit noch beendet. Und zwar von Worten berührt, von der lieben Jackie Fellgood. Das Buch ist dieses Jahr im Januar bei Amazon erschienen und ist jetzt tatsächlich mein letztes Subbuch von ihr. Ansonsten habe ich gleich noch 2, 3 auf der Wunschliste und alle anderen habe ich dann eben schon gelesen, beziehungsweise zum Beispiel die Jugendfantasy-Reihe werde ich nicht weiterlesen. Dementsprechend ist dann gar nicht mehr so viel, was mich tatsächlich ein bisschen erschreckt hat. Das Buch kostet 10 Euro als Taschenbuch, 2,99 als E-Book und hat ca. 230 Seiten und es war einfach Zeit für einen Fellgood. Ja, nach den Flops so der letzten 2 Wochen dachte ich mir, ach, wohin greifst du? Stand so vor meinem Bücherregal, habe meinen E-Book-Sub angeguckt
Und irgendwie dachte ich, naja, vielleicht ist das auch schlecht und oh Gott, das könnte ja auch schlecht sein und willst du, dass dieses Buch schlecht ist? Und dann dachte ich, ach, du musst jetzt einfach eine verlässliche Quelle mal angreifen und so habe ich mir eben das letzte Subbuch von der lieben Jackie geholt. Und da ist er wieder, unser Sänger. Wahnsinn. Die stehen, also unsere Katzen stehen gerne in der Küche, da ist es ein bisschen hallig und ich glaube, das gefällt ihm tatsächlich ganz gut. Ja, es tut mir leid. Ich hoffe, es ist nicht zu laut und man versteht mich klar und deutlich. Ja, von Worten berührt, handelt von Penny, einer alleinerziehenden Mutter, und diese möchte gerne Schriftstellerin werden. Sie hat schon so manchen Entwurf im Grunde geschrieben und meint es aber jetzt mit ihrer diesmaligen Geschichte doch ein bisschen ernster. Sie arbeitet hart an dieser Geschichte, nebenbei sozusagen im Hauptjob arbeitet sie bei einem Bestseller-Autor, der aber ein totales Ekel ist und ein totaler Idiot, wenn man mich fragt, und der einfach nur unverschämt ist. Und Penny fährt mit der U-Bahn, die Geschichte spielt in New York, und in dieser U-Bahn trifft sie seit einigen Tagen, Wochen einen jungen Mann im Tweed-Anzug und die beiden, ja, flirten wohl immer so ein bisschen und an besagten Tag, wo wir sie dann auch im Grunde mitverfolgen, kommen sie ein bisschen detaillierter ins Gespräch und sprechen dann eben auch darüber, dass er wohl Schriftsteller ist und sie gerne Schriftstellerin werden möchte. Und die beiden verabreden sich dann auf einem Kaffee und sie erzählt eben von ihrem Manuskript und er wird jetzt eben so als Fachmann da einen Blick drauf werfen. Doch das ist natürlich gar nicht so leicht, denn sie ist alleinerziehend und zudem ist sie ja eigentlich auch in Lohn und Brot bei einem anderen Autor, der natürlich ein wirkliches Ekel ist und da ist sie nicht glücklich und sie weiß auch nicht, ob sie es schafft, ihr Buch so zu überarbeiten, dass es eben gut sein könnte und sie versucht eben mit Worten zu berühren. Und ich fand es wieder sehr gelungen. Mir hat die Geschichte gut gefallen. Ich mochte den lockeren und modernen Schreibstil, den Jackie einfach hat, sehr, sehr gut. Ich fand es schön, dass es hier auf einer sehr schönen Ebene sehr emotional wurde, die aber nicht so knallig reingehauen hat, sondern so ein bisschen tiefer ging, dafür auch einfach 200 Seiten gebraucht hat und die einen wirklich mitnimmt und berührt und einen begeistern kann. Und das aber eben nicht mit so einem Knallbumm, sondern wirklich so ganz langsam und wirklich mit dafür ein bisschen tieferen Gefühl. Das fand ich wirklich sehr, sehr gelungen und hat mir wirklich gut gefallen. Was ich ein bisschen schade finde, und ich denke, das liegt auch einfach an der Seitenzahl, ist, dass die Charaktere doch ein bisschen oberflächlich sind. Gerade bei Penny schwankte ich immer zwischen, ich mag sie, ach, sie geht mir gerade auf den Keks, ach, eigentlich ist sie sympathisch, naja, aber dann müsste sie das und das ändern. Das fand ich so ein bisschen schade. Zudem mochte ich auch die Heimlichkeiten von Penny nicht. Ich habe nicht verstanden, warum sie nicht einfach offen sagt, dass sie einen Sohn hat und alleinerziehend ist. Ich meine, wir leben ja im 21. Jahrhundert. Ich glaube nicht, dass es da extreme Vorurteile gibt über Alleinerziehende. Ich meine, wir sind ja jetzt hier nicht irgendwie 1960, wo das vielleicht noch ein Problem war, sondern wir sind ja gefühlt trotzdem 50, 60 Jahre weiter und es ist, glaube ich, heutzutage keine Schande mehr, alleinerziehend zu sein. Und auch als Kind kann man, glaube ich, dazu stehen, dass man eben nur einen Elternteil hat. Das fand ich tatsächlich sehr schade, weil ich mir eine etwas stärkere Protagonistin gewünscht hätte, die zwar die Schwäche vielleicht hat, was ihr Manuskript angeht und ihre Unsicherheit im Job, aber so dann zumindest in einem anderen Bereich in ihrem Leben stark ist. Und das fand ich ein bisschen schade. Zudem ging mir auch Eric, unser Autor, Liebespartner, zweiter Protagonist, ich mochte ihn unglaublich. Ich fand ihn super sympathisch. Ich hatte ihn vor Augen mit seinem verschmitzten Lächeln und wie er über Geschichten denkt und dann eben auch beschreibt, was sie besonders gut kann, was er vielleicht anders machen würde. Und ich fand diese Dialoge sehr, sehr gelungen. Aber ja, als er anfing, sie ständig nur noch Honey zu nennen, weil sie gerne Milch mit Honig trinkt, war er mir glatt unsympathisch. Ich mag einfach keine Kosenamen. Das ist mein großes Problem. Ich hasse es, wenn man mich Schatzi, Mausi, Bärli, was weiß ich nennt. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Und in dem Fall fand ich es noch schlimmer, weil die sich ja keine Woche gekannt haben und er da ständig mit diesem Kosenamen um sich gerufen hat. Und ich dachte mir, sie heißt Penny. Junge, merkst dir Penny, nicht Honig.
Punkt. Ich mag das tatsächlich nicht. Also ich bin überhaupt kein Fan von diesen Kosenamen. Das erinnert mich auch unglaublich an Wait For You von Jay Lynn. Waren es da die Cookies? Nee, die hat er gebacken, aber da hat er doch auch irgend so einen Namen. Ach. Und am schlimmsten ist er dann noch, wenn, oh mein Babe, oder oh, da könnte ich an die Decke gehen. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich Frauen gibt, die das total niedlich finden, wenn sie so genannt werden. Das mag es bestimmt geben und ist auch okay. Mich bringt es auf die Palme, wirklich. Also wie er dann zum 5. Mal Honey gesagt hat, habe ich gedacht, Junge, wenn du das nochmal machst, dann rede ich mal mit dir. Geht natürlich schlecht, weil dieser Dialog ist ja dann eher ein Monolog. Und ja, das mochte ich tatsächlich nicht. Weil ich weiß nicht, man ist doch irgendwann, das klingt wieder so doof, das ist das auch zuvor, man ist doch irgendwann so in einem Alter, wo man im Leben angekommen ist. Und dann ruft man sich nicht mehr auf dem Schulhof, hey, Sweetheart, zu. Das ist, vielleicht ticke ich auch einfach, das kann durchaus sein. Vielleicht ticke einfach ich anders, vielleicht hat Romantik keinen Platz in meinem Leben. Es kann durchaus sein, dass ich Romantik vielleicht anders verstehe. Ah, jetzt rede ich mich hier um Kopf und Kragen. Ja, das waren so die Punkte, wo ich dachte, ah, meins war es nicht. Zudem ging es mir tatsächlich auch ein bisschen zu schnell. Also nicht die Liebesgeschichte, diese Lebensgeschichte, diese Schreiben, sondern überhaupt diese ganze Geschichte, wo ich dachte, Mensch, so 50 Seiten mehr hätte ich wirklich toll gefunden. Aber mir hat es tatsächlich so ein bisschen aus diesem Lesetief wieder geholfen, mich da herauszuholen, mir zu zeigen, es gibt schöne Geschichten, die mich unterhalten können, mitnehmen können und mich eben auch begeistern können, und das hat mir ja wieder sehr gut gefallen. Also es ist ein tolles Buch von der lieben Jackie. Es ist nicht ihr bestes Buch, gar keine Frage, aber es ist wirklich eine sehr, sehr gute Geschichte, die mich sehr begeistert hat, die mich mitgenommen hat und ich es auch in 2 Tagen oder 2 Abenden gelesen habe mit dem bisschen heute früh vor der Arbeit. Und mir ist echt unglaublich gut gefallen hat. Und ich sage, es gibt immer mal so Punkte, gerade so ein bisschen diese Oberflächlichkeiten in den Charakteren, wenn die so handeln. Das liegt aber halt auch einfach daran, dass ich eben manche Dinge für sehr wichtig erachte und das wohl auch von anderen erwarte. Und natürlich in meinem Umfeld die Menschen so schon auch so sind wie ich. Das aber natürlich nicht in jeder Geschichte sein kann. Und mich solche Menschen eben manchmal so ein bisschen aufregen. Und ich mit denen im wahren Leben wohl nicht so locker die Flocker sozusagen Spaß hätte. Und ja, das war das Wort zum Sonntag sozusagen. Und ja, somit auch das letzte Buch der Woche. Ja, was gibt es zu der Woche noch zu erzählen? Ja, sie war sehr Weihnachtsmarkt- und freundelastig, weswegen es ja, so lesetechnisch auch nur so ein bisschen im Rahmen sozusagen war. Nach den Flops irgendwann hat man auch gar keine Lust mehr zu einer Geschichte zu greifen. Ja, es ist leider tatsächlich so. Ansonsten habe ich zusammen mit meiner Schwester angefangen, die 7. Staffel von Game of Thrones zu schauen. Wir haben die 1. 3 Folgen geguckt und werden jetzt, denke ich, auch über die Weihnachtsfeiertage und vielleicht auch an dem Tag jetzt vorher, also für euch heute, am Samstag, auch noch die ein oder andere Folge schauen. Und es ist schon Wahnsinn, was gerade so in den 1. 3 Folgen auch passiert ist. Und manches nimmt man viel deutlicher wahr, manches hatte man tatsächlich schon gar nicht mehr in Erinnerung. Und ja, die Aufregerszene war schon da und ich habe mich wahnsinnig drüber aufgeregt und meine Schwester hat sich sehr darüber amüsiert, dass mich das aufregt. Ja, so ist es dann, ne? Das Leben ist nicht einfach. Ansonsten haben wir jetzt ja im Leseklub schon die Umfrage für das Januarbuch ja, gestartet, dass ihr, glaube ich, bis zum 28. mitmachen könnt, also auch über die Feiertage Zeit habt, abzustimmen. Wir haben uns im Januar für einen Robert Harris-Monat entschieden und haben 5 Bücher herausgesucht und ihr seid ja auch schon alle fleißig beim Abstimmen. Und ich habe dazu ja auch ein extra Video gemacht, das ich euch natürlich unten in die Infobox packe. Und ja, wer Lust hat, einen Robert Harris zu lesen und vielleicht noch den einen oder anderen auf dem Subpart oder auf der Wunschliste, der guckt einfach mal vorbei. Geplant wird so sein, um den 20. Januar herum anzufangen. Es hängt bei uns halt im Leseklub immer ein bisschen davon ab, wie dick dann am Ende das Buch sein wird. Und bei 50 Seiten pro Tag rechnen wir ja theoretisch vom letzten des Monats grob zurück. Und sagen so, wir wollen ja so am 30., 29. enden und wenn dann das Buch eben 400 Seiten hat, müssen wir eben 8 Tage vorher beginnen. Also so kann man sich das in etwa vorstellen. Und ja, ich bin schon sehr, sehr gespannt, welches Buch es sein wird. Und nichtsdestotrotz werden natürlich auch die anderen Robert Harris Bücher irgendwann irgendwie gelesen, weil ich ja auch mittlerweile, glaube ich, 2 auf dem Sub habe oder 3. Und ja, da freue ich mich drauf.
Erwarten wird euch in der nächsten Woche so ein bisschen Jahresrückblick-Stimmung. Und zwar wird es einen Serienfilmrückblick geben. Ich spalte den dieses Jahr so ein bisschen ab vom eigentlichen Bücherrückblick, der eben auch folgen wird. Und in dem Bücherrückblick gibt es natürlich so ein bisschen die Rückblick, gibt es natürlich die Statistik. Und dann natürlich auch die Tops und die Flops und vielleicht auch so ein bisschen Allgemeines über das Lesen in diesem Jahr. Und ich denke, dass es den Filmserienmonat eher geben wird, denn ich möchte natürlich schon so gucken, dass ich so weit wie möglich vielleicht noch das ein oder andere Buch mitnehme zur Jahresstatistik. Und ich denke mal, da werde ich dann wahrscheinlich am Montag den Cut machen oder am Dienstag, je nachdem, wann ich das aktuelle Buch auch beende. Und wenn dann eben noch ein Buch fehlt, das macht dann, glaube ich, auch keinen Abbruch mehr. Das zählen wir dann einfach ins nächste Jahr dazu. Wenn eineinhalb Bücher mit 500 Seiten fehlt, ich finde, es gibt Schlimmeres. Es ist ja auch zudem meine Statistik und jetzt werde ich hier beobachtet. Dementsprechend ist das ja auch gar nicht weiter dramatisch. Und ich werde auch wieder so ein bisschen einen Vergleich machen zum letzten Jahr. Und bin da sehr gespannt, was da selbst rauskommt. Ich habe schon so ein bisschen angefangen mit der Statistik, muss mir das aber natürlich noch ein bisschen en Detail anschauen. Und auch gerade bei den Highlights und Flops, glaube ich, könnte es ganz interessant werden, was man da auswählt und oder was ich da auswähle. Und die Highlights stehen gerade so um mich sozusagen herum. Ich werde von 3 Katzen beobachtet. Es fühlt sich auch gar nicht komisch an. Nein. Nein, gar nicht. Ein ganz kritisches Gesicht. Ich glaube, das war es in der Bücherwoche soweit von mir. Ich wünsche euch nun noch einen schönen vorweihnachtlichen Samstag, einen schönen 4. Advent, ein schönes Weihnachtsfest, besinnliche Feiertage. Kommt ein bisschen zur Ruhe, wenn ihr das möchtet, oder macht Party, wenn euch danach ist. Lasst es euch auf jeden Fall in der Zeit gut gehen. Genießt das Essen, die Süßigkeiten, die Familie, die Freunde, die Katzen oder eben auch einfach das Bett und eine geile Serie. Ich finde, das ist auch ein cooler Plan für die Feiertage. Und lasst es euch auf jeden Fall gut gehen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr natürlich beim nächsten Video dabei seid. Wünsche euch nur noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.